So, jetzt aber guten Morgen, willkommen an die Leute, die auch an die Leute, die nicht ins Team gucken, Junge. Also niemand. Wer guckt sich schon Let's Plays an? Geht's davon überhaupt viele? Wahrscheinlich nicht. Ja, das ganze Play, das hatte ich schon gelesen, ne? Ja, ich bin. So, Moment. Mal kurz gucken. Ach du Scheiße. Ja, das Ding hat keine Munition mehr. Der Granatwerfer ist ein bisschen ungeeignet. War das nicht mit dem Labyrinth? Nee. Habe ich das Labyrinth schon erledigt? Könntest du mal aufhören, die ganzen Fliegen hier anzuvisieren? Nee. Ist auch wirklich der letzte Spielstand, ja. Schön, dass hier keine Gesundheit liegt. Brauchen wir auch nicht so. Hauptsache erstmal ein Boss vor die Kiste, vor die Tür schmeißen. Willst du bitte sterben, du Drecksvieh? Bevor mir die Granatwerfermunition ausgeht. Macht das hier überhaupt irgendwas außer diese. Ne, ich glaube, ich spawne nur diese Insekten. Und sonst macht's gar nichts. Gut, die Insekten sind nervig genug. So, die auch noch läuft auf alle. Läuft, läuft. Gut. Oh, die Waffe ist nicht gut. Ach stimmt, das war dieses Labyrinth, ne? Ist auch noch ein bisschen dunkel. Hallo? Wow. Diese Laserwaffe ist echt nicht gut. Das MG, ein bisschen schnell leer, aber sonst prinzipiell ganz geil. Die Shotgun, klar, kann man benutzen. Raketenwaffe, habe ich ein bisschen wenig Munition dafür. Granatwaffe, ja, ein bisschen. Ne? Vor allem auch wegen dem Abprallen und so, aber funktioniert generell. Aber diese Laserwaffe hier. Bin ich so gar kein Freund von. Ah, oh Gott. Aber da ich mit allem anderen so ein bisschen wenig Munition habe. Auch nicht, schon wieder einer von denen da. Davon habe ich auch bald keine Munition mehr. Mit bald meine ich jetzt. Da will ich überhaupt. Ja, ich habe schon wieder so einen Bug, dass ich. Ganze Zeit laufe. Kannst du das mal ab? Spiel. Was ist das? Das habe ich manchmal einfach und ich weiß nicht warum. Er läuft dann die ganze Zeit. Das ist ein Bug vom Spiel, vom Emulator. Weiß ich nicht so genau. So, ich bin zum Glück immer nur in eine Richtung gelaufen. Das heißt, ich komme jetzt ganz einfach wieder zum Ausgang, Eingang. Und kann mir hier nochmal, auch wenn die Waffe, wie gesagt, jetzt ziemlich scheiße ist.
Aber meine Alternativen sind so ein bisschen dünn momentan. Und zwar alle. Wow. So langsam wird das Spiel munitionstechnisch ein bisschen problematisch. Ich hätte früher ein bisschen aufpassen. Das ist auch so ein bisschen schwierig in dem Spiel. Man sieht die Sachen manchmal einfach nicht. Und auch Treffen ist manchmal. Oh. Was ist das? Granatwaffe? Nee, ist eine dicke Raketenwaffe. Gut. Oder auch nicht, weiß man nicht so genau. Ja, die Waffe ist halt kacke. Das ist halt keine Hitscan-Waffe. Ja, ich sollte die nicht mehr benutzen. Außer bei. Also nicht bei solchen Gegnern. Wirst du bitte einfach sterben, wenn ich in deine Richtung schieße? Sei ein braver Gegner und stirb einfach. Ja, ich hole mir erstmal die Gesundheit. Ich weiß auch nicht, ob es noch hier noch Secrets gibt. Projekt Osiris sind die Secrets, glaube ich, einige hinzugefügt worden, die es hier nicht gibt. Gut, da gibt es auch eine Schwierigkeitsauswahl. Und ein Messer. Das sollte, glaube ich, hier auch noch rein, das Messer. Wurde aber aus Zeitgründen nicht eingebaut. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, jetzt ist auch der Soundtrack von der CD32-Version integriert, die nicht laufen wollte bei mir. Die Shotgun ist schon so ein bisschen die Waffe der Wahl hier in dem Spiel. Hitscanner macht halbwegs Schaden. Und findet halbwegs Munition. Sie hat halbwegs Reichweite. Wow, wie ich damit reinlaufe in diese Feuerbälle. Unglaublich. Unfassbar. Ja, die Waffe ist einfach nicht gut. Aber gegen die fliegenden Köpfe, die jetzt auch nicht gebraucht. Es wirkt halt wirklich so, als wenn die nur wegen Doom drin wären. Und vielleicht um echte Räume über Räume zu zeigen, aber. Unterwegs haben sie keine, oder so gut wie keine, spontan spawnenden Gegner. Das hatten sie in der einen, wobei ich in der einen Welt nicht weiß, ob die vielleicht einfach nur rumgelaufen sind. Weiß man nicht so genau. Weiß man nicht so genau, ne? Andere 100 lasse ich mal liegen noch. Und ich bräuchte echt mal Munition, liebe Spiel. Sehe ich da Munition? Ach stimmt, da war ich noch draußen und dann bin ich da draußen gestorben. So war hier drin noch was, ist jetzt die Frage. Also außer die Gesundheit. Weil es gab da ja noch mehr Wege. Ist die Frage, lohnt sich das, die zu nehmen? Ist ja schön, wenn die Gegner prinzipiell in keinem Spiel einfach so spawnen. Aber. Okay, da ist nochmal Gesundheit. Da bin ich wieder am Start, okay.
Das heißt, der schnelle Weg ist im Prinzip hier rein und dann da hinten rum, aber man verpasst halt die Munition. Die mehr ist, als man verbraucht. Soll ich das jetzt schon mitnehmen? Ja. Und hier ist... Okay. Jetzt habe ich, glaube ich, alles an Munition hier drin. Das heißt, ich habe noch irgendeine Abzeuge übersehen. Fehlt halt so ein bisschen die Map, ne? So eine Map wäre schon was Tolles. Bin, glaube ich, jetzt falsch abgebogen. Ich weiß es nicht. Muss ich hier irgendwo... Ey, Junge. Ich habe es doch eben noch wunderbar gefunden, alles. Jetzt bin ich zu blöd dazu, wie es aussieht. Offensichtlich bin ich vorbeigelaufen. Also hier drin liegen auf jeden Fall noch Medipacks rum. Ja, bin ich. Wenn ich sie brauche, liegen sie da drin irgendwo rum. Muss halt ein bisschen laufen, aber... Ich muss mal einen Schluck trinken. So. Ich mag ja, dass die Fußschritte überall anders klingen. Das ist ein hübsches kleines Detail. Oh Gott. Richtig, ich erinnere mich. Ich kann nicht zurückschießen, ich erinnere mich. Sind hier noch irgendwo Leute, die auf mich schießen können? In der nächsten Nähe. Nee, aber es sind verdammt viele Leute weiter entfernt von mir. Einfach mal grob in die Richtung ballern. Passt schon, irgendwas wird man schon treffen. Lass auch nochmal das Auto-Aim hier. Ach, fick dich doch, wo kommst du denn jetzt her? Oh, das hätte ich jetzt vielleicht nicht auch nehmen sollen. Weil das Spiel hat nicht so viele Räume, die dann einfach aufgehen. Türen, Räume. Ah, fick dich doch! Du bist Drecksvieh, ich komme einfach von hinten angeschissen und will mich töten. Nimm ich den Granatwerfer? Ich nehme wieder seinen Granatwerfer. Ah, hier liegt keine Gesundheit mehr. Scheiße. Wenn man sie braucht, liegt sie nicht mehr da, weil man sie schon aufgesammelt hat. Und ich muss endlich mal aufhören, in die Schüsse reinzulaufen. Das ist auf Dauer nicht so gut. Ich muss aufpassen, damit ich nicht selbst in die Luft springe gleich. Danke. Ich sehe Munition oder irgendwas, ja. Nein, ich sehe die Keycard, okay. Nehme ich auch mit. Ich nehme einfach alles mit. Und dann muss ich mal kurz hier. Dann wohin? So, nehme ich die andere Packung auch noch mit. Ja, komm, nehme sie besser auch noch mit. Was habe ich denn noch? Von allem nicht mehr so viel. Ach, diese scheiß Drecksviecher halten einfach so viel aus. Und, der Raketenwerfer ist auch so ein bisschen problematisch.
Ja, ihr haltet zu viel aus, wisst ihr das? Oder der Kienwerfer macht zu wenig Schaden, eins von beidem. Oder eine Mischung aus. Ach, fick dich doch, jetzt kam das Vieh auf mich zugelaufen. Und ich habe mich mehr selbst gekillt als den Gegner. Irgendwo drin war noch Gesundheit. Also, sind die Ränge bedeutungslos? Hä? Was laberst du da? Ränge bringen es voll. So, wo war denn hier noch die Gesundheit gelegen? Irgendwo da lag noch welche rum. Ich wechsle mal die Waffe für den Fall, dass ich aus Versehen drücke. Ich kenne mich doch. Ich muss sagen, eine Raketenwaffe ist sehr gut geeignet, sich selbst in die Luft zu sprengen. Dann hört es ein bisschen auf. Hier lag noch irgendwo Gesundheit, das weiß ich. Ich weiß auch nicht mehr wo. Irgendwo lag aber noch eine Packung, wenn wir sie suchen. Wahrscheinlich finde ich jetzt gleich die Abzweigung, die ich vorhin nicht genommen habe. Und da sind noch Gegner drin, die mich töten. War das hier lang vielleicht? Ich würde sagen, ich gucke die Wände an, ob da noch irgendwo Secrets dahinter sind, aber ich glaube fast, hier sind keine Secrets. Ja geil, ich bin mir sicher, dass es hier noch irgendwo Medikit lag. War ich da jetzt da hinten? Bin ich jetzt da lang? Ich weiß es nicht mehr. Wie lange bin ich jetzt gerade gelaufen? Da haben wir es doch. Genau, was ich gesagt habe. So, Rulle. Dann kann der Scheiße jetzt weitergehen. Ich habe noch Raketenwerfer-Munition. Also alles bestens. Das ist eine Lüge, ist gar nichts bestens. Gott, das sind noch zwei von denen. Natürlich sind das noch zwei. Das ist sogar, dass man nicht kämpft, oder? Ich glaube, man kann hier einfach ganz schnell vorbeirennen. So Speedrun-Tactics. Weil das Exit will nur... Exit will nur Keys. Sie ist nicht Doom, ne? Moment. Ich gucke erst mal, was hier so rumliegt vielleicht. Nein, die wollte ich noch nicht aufnehmen. Scheiße. Ja, ich jetzt mit voller Energie... fick dich doch. Ja. Gut, volle Energie braucht eh kein Mensch. Geil. Einer, den wohl noch geändert hat, wenn die Bränge bekommen haben. Hallo, ihre Werte und so haben sich geändert. Ich glaube auch, wie viele Einheiten der Commander mitnehmen konnte und so. Läuft die Aufnahme? Läuft alles gut. Level 14 von, ich glaube 16 waren es oder 17. Get into the reactor control center proves to be only half the battle. The place is a maze of corridors and rooms centered around the maddeningly closed but still unreachable reactor core itself. Some was raised the walkways leading to the cooling system and extracted from the core. Then I have about 2 hours to get into orbit before meltdown occurs. If the shuttle is flight ready, there's no problem. If not... Oh Gott! Ich sollte vielleicht nicht meine letzte Munition dafür durchbrennen. Aber man muss hier... Oh, was? Ach, Spiel, ich habe keine Munition mehr. Oh ja, ja natürlich. Spiel, wie wär's mit Munition? Und wo muss ich überhaupt lang? Hier offensichtlich nicht, was? Das ist der einzige Weg.
Ach nee, ach, hier geht's auch raus. Ja, ich glaube, ich lade gleich nochmal. Warte, aber wenn du nur so gering. Du bist jetzt auch auf YouTube. Was ist dein verdammtes Problem? Ich weiß nicht, wie hart der Unterschied ist. Ich glaube, der Commander kann mir Einheiten kommandieren. Die Einheiten sind... Ich weiß es nicht. Guck doch nach, was die machen. Hä? Ach, da ist noch einer. Ja, fick dich. Das öffnet sich schon mal nicht. Okay, es scheint hier Secrets zu geben. Habe jetzt auch noch aus Zufall entdeckt, dass es da ein Secret gibt, okay. Ich bin mir nicht sicher, ob die hier so... Man hat halt keinerlei Hinweise dafür, so wirklich. Die Hälfte der Türen geht nicht auf. Ich muss hier... Ja, ist super. Ich habe keine Munition mehr. Ach, so ein Kack, ein Dummer. Da ist gelbe Tür. Spiel, gib mir doch mal Munition. Danke. Jetzt wird es ein bisschen scheiße gegen Ende. Man bekommt einfach zu wenig Munition dann für die Menge an Gegnern. Oder man sollte einfach an den Gegnern vorbeirennen, was man natürlich vorher wunderbar weiß. Kann man natürlich sehr einfach erkennen, wann man vorbeirennen soll und wann kämpfen. Das